Hallo! Hallo, herzlich willkommen. Im Vergleich zum letzten Vlog haben wir uns ein bisschen umgezogen. Wir haben jetzt auch hier schön von Derbystar die Ausstattung für die Rückrunde. Danke euch. Nächstes Testspiel. Wir bereiten uns auf die Rückrunde vor. Am 4.3. mit Knossi beim ersten Heimspiel gegen Oberachern 2. Aber heute Testspielgegner, der nächste. Johanna. FV St. Weyer. Es wird einfacher mit den Namen. Ja, definitiv. Mein RTL! Dank Knossi haben wir auch die Möglichkeit mit Imotana, hi. Hi, moin. Hi, moin. Auch uns die Füße scannen zu lassen und auch uns die Schuhe von Imotana genauer erklären zu lassen. Schicke Schuhe, besonders schicke Schuhe. Und zwar geht es nicht nur hier darum, dass man sein Design wirklich wählen kann. Wie man hier sieht, haben wir jetzt so 2 Exemplare mal mit. Wir haben auch ein paar mehr mitgebracht. Aber wie man sieht, kann man die Farben frei wählen. Es ist ein cooles, ergonomisches Design. Es geht aber primär darum, dass man wirklich seinen Fuß scannt. Kann man alleine machen oder auch zu zweit machen, dass der Schuh wirklich maßgeschneidert wird. Also sprich, er wird einfach dem Fuß so angepasst, wie du es gerne haben möchtest. Wir haben da verschiedene Punkte, an denen das gemessen wird, mit unserer Formel im Background. Die errechnet halt den Wert und dieser Wert wird so genommen, dass wir halt anhand dessen den Schuh perfekt für dich produzieren können. Der wird auch wirklich nur für dich produziert. Genau, die Lieferzeit sind immer so ungefähr 6 Wochen circa. Genau, das ist so das Prinzip von Imotana eigentlich so. Also sprich, wir sind die einzigen mit auf dem Markt, nicht mit, sondern wir sind die einzigen auf dem Markt, die wirklich maßgeschneiderte Fußballschuhe liefern, mit Custom Design halt. Und ihr könnt trotzdem die Qualität der bekannteren Marken und könnt die gleiche Qualität gewährleisten. Sogar teilweise besser, würde ich sagen, gerade weil wir Maßanfertigung machen und keine industrielle Massenabfertigung. Sprich, wir achten sehr auf die Verklebung, wir achten auf die Materialien. Jeder Schuh wird einzeln geprüft. Jeder Schuh wird einzeln nochmal in einen Durchgang geprüft, ob alles richtig verklebt ist, ob die Socken richtig sitzen, wie generell die ganze Funktion des Schuhs halt ist. Die Sohlen werden durchgecheckt. Also es wird alles nochmal wirklich einzeln durchgecheckt. Und deswegen auch die Zeit, die es braucht. Genau. Das sind wir so. Und die 7 Wochen, sind die ab dem Zeitpunkt, wo man seinen Schuh selber generiert hat oder ab wann beginnen die 7 Wochen? Genau, eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wenn man seinen Scan abgegeben hat. Viele designen den Schuh und lösen die Bestellung aus, vergessen aber den Scan halt zu machen. So, und deswegen verstreicht das sehr, sehr viel Zeit. Aber ab dem Moment, wo der Scan da ist, weil den brauchen wir unbedingt, ab diesem Moment an zählt die Zeit sozusagen. Also sprich, ab da an läuft die Zeit, ab da an kann man ungefähr mit 6-7 Wochen rechnen, ja, genau. Jetzt hast du hier schon 2 Schuhe mit Schnürsenkel. Sind genau. Das die einzigsten Varianten, die ich jetzt bei euch quasi kreieren kann, oder? Das ist ein guter Tipp. Könnt ihr einmal reinschauen hier, was wir so mitgebracht haben. Einfach nur mal zum Zeigen. Also wir haben verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Varianten. Okay. Gerade auch mit dem Beispiel jetzt hier, also eine ganz knallige Version jetzt hier mal, aber ohne Laces. Und halt hier auch eine High Sock zum Beispiel, geil, dass du hohe Socken halt einfach hast. Das ist zum Beispiel so ein Ding, das ist so eine Farbe für Knossi eigentlich so. Mhm. Ja, ja, auffällig. Auffällig, es ist so ein Gelb-Gold so ein bisschen, ne? Ja, so wer königlich wird jetzt in die Richtung. Richtig, wird perfekt zu ihm passen. Ja. Also wie man sieht, wir haben verschiedenste Möglichkeiten einfach, den Schuh zu designen. Mhm. Gerade von der Sohle her sieht man hier, perfekt für den Rasen, einfach mit einer Alu noch dran. Hier haben wir für den Kunstrasen, auch für den Rasen, die Sohle. Okay. Also auch die Stollen kann ich aussuchen, was ich halt gerade brauche. Genau, geht, richtig, geht ja. Beides. Korrekt, geht beides. Von der Qualität her einfach 1A wirklich. Also wir haben keine Rückgänger, was die Sohlen eigentlich angehen. Mhm. Und hier sieht man zum Beispiel mal, wie sowas eigentlich gefertigt wird. Also sprich, es ist ein ganzes Element, oh, was um den ganzen Schuh rumgelegt wird und dann halt mit Verklebung, mhm, vernähten, befestigt wird. Von daher ist dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Also wir können alles designen, was das Netz angeht hier oben drauf, was den Socken angeht, die Laces, die Sohle hier hinten. Also wir können alles eigentlich anpassen. Wir geben halt Garantie auf den Fit. Sprich, ich scanne meinen Fuß jetzt ab. Der kommt an nach 6 Wochen. Ich freue mich drauf und warte. Und er sollte doch nicht passen. Weil es kann immer sein, dass irgendwas nicht richtig läuft. Ob nun selbst zu Hause beim Scannen nicht richtig lief oder auch in der Factory. Dann haben wir oder sagen wir, wir geben einen kostenlosen Umtausch. Sprich, der Scan wird nochmal gemacht und wir geben halt somit einen neuen Schuh raus. Genau. Das heißt, wir haben die Perfect Fit Garantie. Wir sorgen dafür. Wie lange ist die Garantie?
Naja, also der Umtausch einmal, der kostenlose, und wir geben eine Gewährleistung über ein Jahr auf die Verklebung, generell auf jegliche Materialien. Weil wir so überzeugt sind von uns selbst, dass wir sagen, der Schuh muss mindestens ein Jahr wirklich unter Volldampf parieren. Genau. Und wie genau die Füße gescannt werden, das seht ihr in der Kabine von jedem Spieler einzeln. Mein RTL! Also, jetzt kommen noch die Mannschaftsfotos. Die Spieler bereiten sich darauf vor. Einzelbilder haben wir jetzt gerade gemacht. Ich bin gespannt, wie die am Ende dann aussehen. Jetzt gehen wir zu den Mannschaftsfotos. Lass uns zur Mannschaft gehen, oder? Geh mal nach oben. Wir stellen uns jetzt zur Mannschaft in die Ersatzbank und fiebern mit. Also Bahnmann spielt von links nach rechts in den roten Derbystar-Trikots und FV St. Weyer in den gelben Trikots von rechts nach links. Jan, was ist dein Eindruck von dem Spiel? Sieht gut aus, nur muss man ein bisschen mehr machen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, es ist mehr auf unserer Seite, ne, das ganze Spiel. Das gefällt mir ja nicht, aber das kommt noch. Kiri, warum spielst du heute nicht mit? Weil ich seit ein bisschen länger nicht mehr da war. Ja, dann kann man nicht so gut zum Training kommen, aber das Training ist wirklich relevant dafür, dass man hier auf dem Platz stehen kann. Und deswegen. Mhm. Wieso spielst du heute nicht? Gute Frage, müssen wir mal den Trainer fragen, aber in der zweiten Halbzeit gebe ich da mein Bestes, dass ich nächste Woche wieder von Anfang spielen werde. Oh ja, weil nächste Woche geht's ins Pflichtspiel. Was denkst du darüber? Ich denke, wir werden eine Siegesserie hinlegen und dann aufsteigen. Tim hat euch bestimmt jetzt gerade ein paar bezaubernde Bilder gezeigt. Von daher kann man schon eigentlich insgesamt sagen, die zweite Halbzeit war deutlich besser. Es sind noch ein paar Tore für uns gefallen, aber es war viel effektiver. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der Trainer gleich in der Runde sagt. Von daher gehen wir gleich mal zum Trainer. Deutlich stärker, viel zielstrebiger, viel einfacher gespielt, viel zielstrebiger gespielt. Und jetzt kommt im Endeffekt der Höhepunkt des Tages. Und ja, sauber von mir aus. Und dann hat ein Weiter gepasst. Jetzt machen wir ein schönes Fest hier. Lass uns saufen. Er soll weniger saufen, ja? Die Spieler gehen in die Kabine. 3-1. Ergebnis aus der ersten Halbzeit wurde zum Glück gedreht und wünschen euch noch eine gute Zeit. Knossi, wir freuen uns. Bis bald.